Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Könnt ihr das hier hinter mir sehen? Beziehungsweise seht ihr das, was da nicht mehr da ist? Ein Auto, es fehlt unsere Zoe. Ja, nach fast auf den Tag genau 3 Jahren haben wir unsere Zoe verkauft. Meine Frau bekommt demnächst ein neues Auto. Was das ist, könnt ihr ja mal raten und mir in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was wir denn wohl kaufen. Und jetzt wird es mal Zeit, nach 3 Jahren... ungefähr 22.500 Kilometer ein Fazit zu ziehen. Wie war das denn mit unserer Zoe? Warum haben wir sie verkauft und wie hoch waren die Kosten über die 3 Jahre? Also die gesamten Betriebskosten. Jetzt kann ich es ja auf den Cent genau im Prinzip ausrechnen. Und außerdem ist die Frage, war es eigentlich einfach, so ein gebrauchtes Auto, 5 Jahre alt, mit einem laufenden Batteriemietvertrag zu verkaufen? Worauf muss ich eventuell achten? Was gibt es für Probleme? Das will ich euch heute mal erklären, deswegen bleibt dran. Ja, wir waren schon so ein bisschen traurig, als wir unsere Renault Zoe verkauft haben. Wir hatten ja die mit dem kleinen Akku, die R240. Die war Baujahr 2015 und wir haben sie fast auf den Tag genau 3 Jahre gefahren. Insgesamt hatte sie dann 86.000 Kilometer gelaufen. Davon sind wir 22.500 Kilometer gefahren. Und ja, der Wagen wurde jetzt also verkauft, weil meine Frau und ich uns überlegt haben, es wäre doch schön, wenn unser zweites Auto neben meinem Tesla Model S auch ein bisschen eine höhere Reichweite hätte. Das macht uns dann flexibler beim Einsatz des Autos, weil die Zoe mit dem 22 Kilowattstunden Akku war einfach nur ein typisches Stadtauto. 3 Jahre lang hat das super gut funktioniert, aber es gab halt ab und zu auch schon mal die Situation, wo wir uns gewünscht haben, na, jetzt wäre es doch schön, mit dem Auto mal eben kurz eine längere Strecke fahren zu können. Und mit dem kleinen Akku ist das einfach nicht wirklich drin, da ist die Ladezeit einfach zu lang und es ist zu unflexibel. Naja, jedenfalls hatten wir mit dem Auto immer viel Spaß und es gab eigentlich gar keine Probleme, also warum haben wir das Auto jetzt verkauft? Naja, also der Wagen ist 5 Jahre alt, fährt sich zwar wie am ersten Tag, aber natürlich wird er immer älter und zweitens gibt es jetzt eben auch gerade günstig Elektroautos zu kaufen, auch als Neuwagen durch die hohe Förderung. Und da wir auch einen Batteriemietvertrag haben für die Zoe oder hatten, war natürlich die Überlegung, okay, wie sieht es denn aus in 2 oder 3 Jahren, wenn der Wagen dann 6, 7, 8 Jahre alt ist, ist dann so ein Auto, so ein Elektroauto mit Batteriemietvertrag überhaupt noch zu verkaufen? Und ich muss sagen, da sehe ich auch tatsächlich ein Problem für die Zukunft für alle Zoe-Besitzer, die einen Batteriemietvertrag haben, dass so ein Auto, je älter es wird, doch relativ unverkäuflich wird, zumindest auf dem gewerblichen Markt. Sodass eigentlich nur der private Markt bleibt, wenn man so ein Auto verkaufen will. Und auf dem privaten Markt sind gerade die älteren Zoes nun sehr, sehr, sehr zahlreich vertreten. Es gibt in Deutschland viele, viele hundert davon. Und da ist es gar nicht so einfach, so einen Wagen zu verkaufen. Das hängt dann natürlich ab von der Laufleistung, vom Zustand und so weiter und so fort und natürlich auch vom Preis. Das heißt, da muss man halt gucken, ob man einen attraktiven Preis machen kann, wo man eventuell dann nicht ganz so viel bekommt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Ja, beim Verkauf eines Elektroautos mit Batteriemietvertrag können Probleme entstehen, denn so ein Batteriemietvertrag ist an das Auto gebunden, egal ob es fährt, ob es angemeldet ist oder ob es wirklich nur rumsteht. Das heißt, selbst wenn ihr den Wagen abmeldet oder bei einem Händler auf den Hof stellt, die Batteriemiete läuft weiter. Das heißt, ihr habt die Kosten am Hals, auch wenn der Wagen gar nicht mehr bewegt wird. Und wenn ihr den Wagen verkauft, dann muss der neue Besitzer im Prinzip euch den Batteriemietvertrag auch abkaufen, in Anführungsstrichen, also ihr müsst den übernehmen, sonst zahlt ihr ja bis in alle Ewigkeit weiter. Und die einfachste Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, ja, okay, die Batterie gehört mir ja gar nicht, die gehört ja Renault. Ich gehe also mit dem Auto zu einem Renault-Händler, zu einer Werkstatt, lasse den Akku dort ausbauen und dort einlagern, nehme den Wagen irgendwie auf dem Hänger und fahre damit wieder nach Hause, so lange, bis ich den Wagen verkaufe. Dann fahre ich wieder zu dem Renault-Händler der Werkstatt, der Akku wird wieder eingebaut und der neue Käufer, neue Besitzer kann den Wagen dann wieder mitnehmen. Da entstehen euch natürlich auch enorme Kosten und das ist natürlich überhaupt nicht praktikabel. Theoretisch wäre das aber so möglich. Zweite Möglichkeit ist eben zu sagen, ja, der Käufer muss den Batteriemietvertrag übernehmen und das müsst ihr euch im Prinzip ja
vertraglich zusichern lassen, dass er das auch tut. Und wenn ihr den Wagen verkauft habt, den Fahrzeugschein abgegeben habt, das Geld bekommen habt, dann habt ihr ja im Prinzip keinen Einfluss mehr drauf, ob der neue Besitzer bei Renault auch wirklich diesen Mietvertrag abschließt. Das heißt, ihr seid natürlich auf dem guten Glauben und dem guten Willen des Käufers angewiesen, dass er das auch tut. Wenn er das nämlich nicht tut, dann habt ihr das Problem, dass ihr weiterzahlt. Und ihr zahlt so lange weiter, bis der neue Vertrag mit dem neuen Besitzer bei der Renault Bank abgeschlossen ist. Da gäbe es dann noch die Möglichkeit zu sagen, ja, lieber Käufer, wir machen eine Kaution, wir vereinbaren eine Kaution. Das heißt, du zahlst mir ein paar hundert Euro. Die bekommst du dann wieder, sobald du den neuen Mietvertrag mit Renault unterschrieben hast. Das will vielleicht auch nicht jeder, weil der Käufer natürlich auch nicht weiß, ob er seine Kaution von euch jemals wieder zurückbekommt. Die letzte Möglichkeit wäre dann zu sagen, ja, ich habe den Wagen verkauft und ich werde jetzt meinen Lastschrifteinzug mit der Renault Bank kündigen. Das heißt, die können mir die Miete nicht mehr von meinem Konto abbuchen. Dann lauft ihr natürlich in Mahnverfahren rein. Was bedeutet, dass ihr auch wieder Ärger dadurch habt? Ihr könnt natürlich sagen, ich habe den Wagen verkauft. Letztendlich habt ihr trotzdem das Problem, dass ihr Renault das Geld schuldet, wenn der neue Besitzer diesen Mietvertrag nicht verlängert. Aber natürlich ist der neue Besitzer dann nicht lange glücklich, denn Renault wird den Wagen über kurz oder lang, wenn sie kein Geld mehr für die Batterie bekommen, remote stilllegen über das Internet sozusagen. Das könnt ihr natürlich dem neuen Besitzer sagen. Wenn er jetzt nicht bald den Mietvertrag abschließt, dann wird sein Wagen von Renault stillgelegt. Das sollte ihn auch unter einen gewissen Druck setzen. Also mit anderen Worten, möglich ist alles. In der Regel sollte das auch alles klappen. Das sind so ein bisschen die Worst-Case-Szenarien. Das wollen wir natürlich nicht hoffen, dass es euch passiert. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass es anderen Leuten schon passiert ist, dass Käufer sich einen Dreck drum geschert haben und diesen Batteriemietvertrag einfach nicht abgeschlossen haben. Und die Verkäufer standen dann erstmal dumm da und hatten viel Lauferei und Ärger. Gut, bei mir war es zum Glück nicht so. Bei mir hat alles reibungslos geklappt. Und ja, jetzt freuen wir uns auf unser neues Auto. Was es ist, verrate ich noch nicht. Da werdet ihr dann in einem Video sehen, wenn ich den Wagen abhole. Leider hat er auch ein bisschen Lieferzeit. Das heißt, wir werden jetzt ein paar Wochen drauf warten müssen und die Zeit irgendwie überbrücken, dass wir keine zwei Autos haben. Das ist aber ja machbar und kein Problem. Gut, dann bleibt noch die Frage, was hat uns die Renault Zoe über 3 Jahre eigentlich genau gekostet? Und hier habe ich mal die tatsächlichen Kosten über 3 Betriebsjahre aufgelistet. Das heißt, jetzt kann ich ganz genau sagen, wie hoch waren die Kosten im Monat bzw. pro Kilometer, wie viel Cent waren das dann im Vergleich auch zu anderen Autos. Und dann fangen wir mal an mit dem Wertverlust. Das ist ja die Differenz zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis. Und die Summe dazwischen ist der Wertverlust und die betrug bei uns ganze 7.100 Euro. Das heißt, in 3 Jahren hat der Wagen bei uns 7.100 Euro an Wert verloren. Dann hatten wir ein paar Inspektionen, die kosteten insgesamt in den 3 Jahren 1.150 Euro. Es gab ein paar kleinere Reparaturen, alles zusammen waren das 500 Euro. Dann haben wir einen neuen Satz Reifen gleich zu Beginn gekauft, das waren Allwetterreifen für 390 Euro. Versicherung über 3 Jahre, das war eine Teilkasko, kostete 840 Euro. Dann natürlich der größte Posten, die Batteriemiete. Und zwar war das bei uns die kleinstmögliche Miete, nämlich 59 Euro im Monat, weil wir nur so rund 7.500 Kilometer im Jahr mit dem Auto fahren. Reines Stadtauto halt. Und der Betrag ist trotzdem über 3 Jahre relativ happig. Das sind nämlich 2.124 Euro. Dann hatten wir Ladekosten. Die sind extrem gering. Durch die Stromtankkarte und meiner Flatrate von 12,50 Euro im Monat, die man ja eigentlich sogar noch durch 2 teilen müsste, weil ich ja noch den Tesla damit auch ab und zu lade, und ein paar Heimladungen, die wirklich nur sehr selten vorkommen, kommen wir in 3 Jahren auf Ladekosten von 450 Euro. Dann waren noch ein paar sonstige Kosten von 340, das ist so Wagenwäsche, einmal TÜV-Prüfung, pipapo, ein bisschen Politur, Schnickschnack. So, macht als Summe in 3 Jahren an tatsächlichen Kosten für dieses Auto 12.894 Euro. Das bedeutet, dass wir im Monat, also die 36 Monate, wo wir den Wagen gefahren haben, 358 Euro für alles tutti completo für dieses Auto bezahlt haben. Also für das Besitzen und Fahren, Warten etc. pp. Was macht das jetzt an Betriebskosten pro Kilometer aus? Ja, das sind nämlich hier 57 Cent pro Kilometer über 3 Betriebsjahre gerechnet.
Das ist gar nicht mal so wenig, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir nur 7500 Kilometer im Jahr gefahren sind. Denn wenn ich zum Beispiel mal mit einer höheren Fahrleistung rechnen würde, zum Beispiel 15.000 Kilometer im Jahr, also das Doppelte, und das ist auch zum Beispiel der Wert, mit dem der ADAC seine Betriebskosten für alle anderen Autos berechnet, da habe ich natürlich eine höhere Batteriemiete, da habe ich höheren Verschleiß. Also ich habe jetzt mal gerechnet, dass wir 2 Sätze Reifen gebraucht haben. Ich habe gerechnet, dass wir ein bisschen mehr Reparaturen hatten, weil wir einfach doppelt so viel Laufleistung haben. Aber selbst dann liegen wir pro Kilometer bei 15.000 Kilometer im Jahr nur bei 37 Cent pro Kilometer Betriebskosten. Das ist natürlich ein rein theoretischer Wert im Moment, weil die Praxis bei uns mit 7.500 Kilometern im Jahr sind eben die 57 Cent. Und wenn wir das jetzt mal mit anderen Autos vergleichen, der ähnlichen Klasse, mit Werten, die der ADFC errechnet hat, dann kommen wir doch zu einer interessanten Tabelle. Wenn wir mal rechnen, dass wir 15.000 Kilometer im Jahr mit der Renault Zoe gefahren wären, dann lägen wir dort also bei 37 Cent auf den Kilometer. Und dort, wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel dem A3 mit 54 Cent, mit dem BMW i3 mit 56 Cent, der Ford Focus 61 Cent, Kia e-Soul mit der kleinen Batterie 48 Cent, Kona Elektro mit der kleinen Batterie 47 Cent, Mercedes A-Klasse 61 Cent, Model 3 Standard Range 58 Cent oder VW Golf 2.0 TDI 52 Cent, dann ist die Renault Zoe, was das angeht, bei 15.000 Kilometern im Jahr unschlagbar günstig gewesen. Also wir waren sehr zufrieden mit dem Auto und wie gesagt, ein lachendes und ein weinendes Auge war es am Ende, wo wir den Wagen verkauft haben. Trotzdem freuen wir uns jetzt natürlich auf den neuen Wagen, der bald kommt, also in 4 bis 8 Wochen. Ihr werdet dann dabei sein. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, was es wird. Lasst euch überraschen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, wie immer, gebt mir einen Daumen nach oben und meinen Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis dann, macht's gut. Ciao.